ihr spielt mit Xbox-Controller oder einem anderen Joystick-LS und habt immer das Nervige, dass ihr, wenn ihr mit dem Joystick die Kamera bewegt, es ewig lange dauert, bis die Sicht sich ändert, dann ist das euer Mod. So, er beschleunigt die Kameraführung. Beispiel, man sieht das jetzt, wenn ich benutze ja das G13, da habe ich auch einen Joystick drauf, wenn ich hier Joystick auf eine Seite drehe, dann geht das relativ ratzfatz. Auch mit der Maus geht es jetzt schneller. Dass es mit der Maus auch viel schneller geht, finde ich jetzt nicht gerade das Beste. So kann man den Mod entweder nur so oder so nutzen. Also wenn man Controller hat, muss man mit dem Mod, ohne Controller, ohne Mod. Das finde ich schade. Standardmäßig ist es langsam. Also beim Laufen ist es eigentlich noch langsam. Ist auch irgendwie, ja, nicht gerade das Wahre. Aber in den Fahrzeugen, da geht's ab wie die Luzi. Da sieht man, das geht relativ schnell mit dem Joystick. Ist auch cool, wenn man da schneller hantieren kann. Mal analogen Joystick hat, wie gesagt, zum Beispiel Xbox 360 oder Xbox One Controller oder irgendeinen anderen Joystick, dann ist das cool. Mit der Maus ist das nicht mehr so cool dann, aber sonst läuft es eigentlich, es funktioniert. Also, wie gesagt, es macht nur, dass die Kamera sich schneller bewegt. Und es gibt noch Möglichkeiten in den Controls einzustellen, dass man zum Beispiel hier mit des einen Tastenknopf dann automatisch auf 0 resetzt wird, also auf die Ansicht. Gibt es noch eine dafür eine Tastenbelegung, die man selbst noch belegen kann? Also zum Beispiel mit X oder was auch immer, ist egal, auf dem Joystick, dann würde er automatisch resetten die Ansicht. Ist auch nicht so cool, dass man einfach wieder schnell zurückkommt, so blub blub, boing boing, fertig. Wie gesagt, der Mod ist nicht schlecht. Was mich ein bisschen stört ist, wenn man mit der Maus spielt, ist es blöd, weil wenn man dann mit der Maus spielt und trotzdem Controller spielt, das so abwechselnd, so wie ich das öfters mache. Manchmal spiele ich mit Maus, manchmal mit Controller, so abwechselnd. Dann ist der Mod nicht gerade das Wahre. Da müsste man auch irgendwie machen, dass das wirklich nur, wenn man mit dem Controller spielt. Oder den Mod ein- und ausschaltbar machen. Das wäre auch noch, man drückt eine Taste, zack, ist der Mod an, drückt eine andere Taste, zack, ist der Mod wieder aus. Das wäre auch nicht schlecht. Aber sonst eigentlich für alle, die mit Controller spielen, ein Top-Mod. Ist einfach ein Must-Have. In der Konsole, also ja, in der Log kein einziger Fehler. Bin ich halt logisch von Upside Down. Der macht alles fehlerfreie Mods. Bis jetzt. Gut, ja. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen. Tschüss, Leute.